Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir bauen in der Mensa Freiberg um. Ja, wisst ihr eigentlich, was das hier war? Naja, vielleicht kann man es ein bisschen im Hintergrund schon erkennen. Ja, das hier war der Steiger im EAC. Da sind wir heute zu Gast. Wir dürfen mal hier Aufnahmen machen, weil dazu möchte ich ein bisschen was erzählen. Also, unser Erdalchemisten-Club ist natürlich auch betroffen mit von den Umbaumaßnahmen. Auch hier muss diese Hochdrucksprühnebelanlage eingebaut werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass auch hier alles ausgeräumt werden muss. Aber deswegen muss der Steiger nun nicht weichen, sondern wir haben schon vor 2 Jahren mit dem damaligen Vorstand zusammengesessen und haben uns überlegt, wie kann der ERC umgestaltet werden, weil wenn man schon einmal reinreißt in die ganze Sache, dann kann man das auch komplett machen und neue Ideen umsetzen. Und da wurde damals gesagt, nee, wir wollen ja doch ein paar Veränderungen machen und da muss der Steiger weichen. Ja, und da haben jetzt die Jungs und Mädels vom ERC richtig viel gewühlt hier in der letzten Woche schon und sind jetzt auch noch dabei. Ich habe jetzt nur mal gesagt, sie sollen mal kurz aufhören mit Arbeiten, damit keine Geräusche zusätzlich hier auf dem Band erscheinen. Und ja, nun sieht es hier so aus, wie es aussieht. Die Decken sind zum Großteil schon abgenommen, also wird kaum einer gesehen haben. Hier waren Wabendecken drinnen. Und die waren schwarz angestrichen, also hat man sie kaum gesehen. Dann ist die gesamte Lichtanlage, Tonanlage rausgekommen und auch noch so ein paar andere Sachen. Und in der kommenden Woche wahrscheinlich werden dann hier die Bauleute anrücken und dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Wir hoffen, dass wir im Zeitplan bleiben, aber das kann man natürlich nie so genau vorhersagen, wenn man in ein bestehendes Gebäude hineinreist, aber wir geben uns zumindest Mühe. Fest steht auf jeden Fall, dass die komplette Elektrik rausgerissen wird und der gesamte ERC neue Elektrik bekommt. Da können wir alle besser schlafen, wir vom Studentenwerk und der Vorstand vom ERC auch. Und nach so vielen Jahren ist das wahrscheinlich auch mal ganz gut. Ja, was gibt es noch zu berichten? In den anderen Bereichen sind ja nun noch einige Decken heruntergenommen worden, zum Beispiel im Aufgang zur Verwaltung. Da stehen jetzt auch Gerüste drin. Und an allen Bereichen wurde fleißig weiter gewerkelt. Wir haben also schon viele Bereiche, wo mittlerweile die Rohre verlegt sind für die Hochdrucksprühnebelanlage und die auch schon sozusagen abgedrückt sind, wie das heißt, sprich also die Druckprüfung bestanden haben. Da sind jetzt die Elektriker in diesen Bereichen, die das Notlicht verlegen müssen, die neue Verkabelung für die normale Beleuchtung, für die Brandmeldeanlagen, die Kabel und sowas alles. Ich werde irgendwann mal zum Schluss zusammenzählen lassen, wie viel Kilometer Kabel hier eigentlich verlegt worden sind bei der Sanierung, bei dem Umbau. Gut, das war's für heute schon wieder. Ich wünsche eine schöne Woche und sage mal, demnächst, wenn es wieder was zu berichten gibt, sehen wir uns wieder. Tschüss!